Die Geschichte der Science Fiction ist eine lange und doch sehr umstrittene. Nicht jeder ist sich einig, wo der Anfang liegt, aber spätestens seit den Erzählungen von Jules Verne und H.G. Wells existiert dieses Literaturgenre, das sich später auf zahlreiche andere Medien ausweiten sollte. Zentraler Bestandteil war hier schon seit den Anfängen die Wissenschaft. Die industrielle Revolution, die zunehmende Bedeutung der Elektrizität, die Fortschritte im Verkehrs- und Kommunikationswesen, die Atombombe, die Entschlüsselung des genetischen Codes, die erste Mondlandung, der PC und sogar das Internet. Die Welt veränderte sich in den letzten 200 Jahren grundlegend. Diese Entwicklung stellte sich in den Augen der Menschen auf zwei Weisen dar. Auf der einen Seite die Hoffnung auf ein mit Hilfe von Naturwissenschaft und Technik zu erschaffendes Paradies auf Erden, auf der anderen Seite die Angst vor den negativen Auswirkungen eben dieser Technologie, die zur Bedrohung der Menschheit und der Erde werden könnte. Manche Autoren wie Samuel R. Delany vertreten die Ansicht, dass die Undefinierbarkeit ein wesentliches Merkmal von Science Fiction ist. Es ist ungeklärt, ob die Science Fiction ein Genre oder eine Gattung ist, also ob sie sich durch formale, inhaltliche oder strukturelle Elemente definieren lässt oder ob Science Fiction treffender als Modus beschrieben werden sollte, der die Beschaffenheit der jeweiligen fiktionalen Welt beschreibt. Delany sieht in der literarischen Science Fiction sogar eine grundsätzliche eigene sprachliche Ausdrucksform, die wie die Lyrik anders gelesen werden muss als normale Erzählliteratur. Science Fiction grenzt sich meist von Fantasy ab. Um Fantasy handelt es sich immer dann, wenn die erzählten Phänomene keinen Bezug zu einer naturwissenschaftlichen Überlegung haben und stattdessen Elemente der fantastischen Literatur verwenden. Häufig bedient man sich klassischer Fantasy-Elemente und interpretiert sie um. Magie wird zu Psy-Kräften, Götter zu Aliens. Aber weitgehend Einigkeit herrscht darüber, dass sich Science Fiction durch eines oder mehrere Elemente auszeichnet, die in unserer normalen Alltagswelt noch nicht möglich sind. Für dieses Element hat sich die Bezeichnung Novum weitgehend durchgesetzt. Befürworter der strengen Science-Fiction-Definition argumentieren, das Novum müsse wissenschaftlich erklärbar und rational nachvollziehbar sein. Diese Position ist jedoch umstritten, da die meisten Science-Fiction-Nova naturwissenschaftlich ungeklärt oder spekulativ sind. Zeitreisen oder das Überschreiten der Lichtgeschwindigkeit entspringen auf reinem Wunschdenken und basieren nicht auf wissenschaftlichen Fakten. Somit unterscheidet sich das Novum kaum von fliegenden Teppichen oder sprechenden Tieren in Märchen. Auch tritt das Problem auf, dass in einer Science-Fiction-Erzählung zwar nachvollziehbare gesellschaftliche Kritik erscheint, dies aber vor dem Hintergrund allzu undurchdachter technischer Ideen geschieht, die eher der fantastischen Literatur entnommen scheinen. Der Autor Arthur C. Clarke formulierte zu diesem Problem sein drittes Clarkesches Gesetz. Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Vielleicht kann man festhalten, dass in der Science Fiction versucht wird, wissenschaftliche Erklärungen zu liefern, während in der Fantasy die entsprechenden Elemente ohne Erklärungen einfach nur hingenommen werden müssen. Während die Hard Science Fiction ihren primären Aspekt auf die Technik und Wissenschaften legt, liegt der Fokus der Soft Science Fiction auf den gesellschaftlichen Entwicklungen und politisch-philosophischen Themen. Die Technik und Naturwissenschaften werden hier zu einer Nebensache der Handlung. Nun ein kurzer Ausflug in die Geschichte. Schon das babylonische Gilgamesch-Epos beschreibt eine fantastische Reise, die unter anderem die Suche nach der Unsterblichkeit sowie die Zerstörung der Welt durch eine Flutkatastrophe zum Thema hat. 1516 verfasste Thomas Morus den ersten modernen Staatsroman Utopia. Thema war ein idealer Staat auf der fiktiven Insel Utopia. Richtig erstmals etablieren konnte sich Science Fiction als Literaturgattung im 19. Jahrhundert, da hier die zunehmende Bedeutung der Technik zu einem Aufschwung an Interesse solcher Themen führte. Eine der wichtigsten Schriftstellerinnen des 19. Jahrhunderts war beispielsweise Mary Shelley, die mit ihrem Roman Frankenstein die Basis für eine kommerziell erfolgreiche Science-Fiction-Geschichte legte. Die klassischen Darstellungsformen der Science Fiction sind der Roman, auch die Kurzgeschichte, und seit dem 20. Jahrhundert kam auch zunehmend der Kinofilm und Serien hinzu. Seit kurzem erweiterte sich dieses auch auf andere Medien, wie Musik, Kunst oder beispielsweise Computerspiele.
Zunehmend treten auch Überschneidungen auf. Romane werden verfilmt, Fernsehserien und Comics werden fürs Kino adaptiert, Filmmusiken werden komponiert. Das Beispiel hierfür ist Star Wars. Ein klassisches Märchen an einem Schauplatz, den viele Menschen mit ihrer unkritischen Vorstellung von Science Fiction verbinden. Science Fiction sollte darüber definiert werden, dass sie ein Bild unserer Möglichkeiten zeigt und unseren Umgang mit den Konsequenzen dieser Möglichkeiten problematisiert. Damit hat klassische Science Fiction einen eindeutigen aufklärerischen Anspruch. Terminator. Er stellt eine dystopische Zukunft dar, ebenso die Angst vor einer sich verselbstständigenden Technik. Eine Technologie, welche vom amerikanischen Militär entwickelt wurde, also eine künstliche Intelligenz, die sich gegen ihre Schöpfer wendet. Daraus folgt ein Atomkrieg, der die Welt verwüstet und die Menschheit auslöscht. Die Überlebenden werden von den Maschinen versklavt und getötet. Um die Menschen zu infiltrieren, werden Androiden mit menschlichem Aussehen erschaffen. Einer von diesen wird durch die Zeitreise in die Vergangenheit geschickt, um die Apokalypse rückgängig zu machen. Der Film Inception stammt aus dem Jahr 2010. Der Regisseur war Christopher Nolan, der auch das Drehbuch verfasste und als Produzent fungierte. Nolan entwirft darin ein komplexes Modell der Beeinflussung des Bewusstseins durch gemeinsames Träumen. Der Protagonist hat sich darauf spezialisiert, während eines Traumes wertvolle Informationen aus dem Unterbewusstsein der Opfer zu stehlen. Genannt wird dieses Verfahren Inception. Der Ideenkern des Science Fiction entstammt jedoch dem Roman. Science Fiction wollte schon immer auf die Probleme der Gegenwart hinweisen und mögliche positive oder auch negative Zukunftsentwicklungen aufzeigen. So wird es auch in Zukunft eine wechselseitige Beeinflussung von Science Fiction und Wirklichkeit geben und Science Fiction ein wichtiger Bestandteil unserer Kultur bleiben.